Sechstes Spiel, sechster Sieg. Klar, damit ist und bleibt der 1. FC Saarbrücken Spitzenreiter in der Fußball-Regionalliga Südwest. Im Nachholspiel in Koblenz gab es gestern Abend ein 3:1. Das Ergebnis klingt nach einem souveränen Auftritt des FCS, war es spielerisch, aber nicht unbedingt. Sie haben sich den nächsten Dreier einverleibt. Doch die Feier ist getrübt. Denn so schwach wie gestern war der FC lange nicht. Allerdings, eine alte Fußballweisheit sagt, wer gerade solche Spiele gewinnt, der steigt am Ende auf. Auf Dauer, wenn wir auf Dauer so spielen, werden wir nicht aufsteigen, das ist auch klar. Das sehe ich anders. Es ist ein schwaches Spiel im ersten Abschnitt von beiden Teams. Nur durch eine Einzelaktion von Feizulao geht Saarbrücken in Führung, 29. Minute. Ansonsten ist es ein maues, mickriges, fußballerisches Angebot bis hierhin gegen einen schwachen Gegner. Und nicht nur das. Dem Aufsteiger werden auch noch Freiräume geboten. Es ist klar, dass so Spiele immer wieder mal dazwischen gehören. Aber die Häufigkeit jetzt, ne, gegen schlechtere Mannschaften oder schwächere Mannschaften, da auch immer wieder Gegentore zu bekommen, das ist dann in der Summe dann irgendwann zu viel. Zu viel irgendwie auch der vergurkte Rückpass von Schorch. Hillen trifft, 64. Minute, 1:1. So einfache Fehler müssen wir halt einfach ansprechen. Wie gesagt, doch, weil ich mein 1:1, was ich da auflege. Ich schaue, ich sehe ihn nicht. Das nehme ich auch vollkommen auf meine Kappe, alles okay. Und ich finde auch gut, dass wir dann so eine Reaktion zurückkommen. Und dann auch, wenn wir fangen an, Fußball zu spielen. Da muss erst was passieren, dass wir dann auf einmal den Schalter umlegen. Mit der Einwechslung von Sebastian Jakob ändert sich alles. Der FC baut endlich Druck auf. Müller, ebenfalls eingewechselt, wird im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfer verwandelt Jakob, passend zum gestrigen Spiel, dann auch erst im Nachschuss. 83. Minute und das Team zeigt erneut eine Stärke. Es gewinnt Spiele, frei nach dem Motto, egal wie. So ist Mannheim vergangene Saison aufgestiegen. Der Klottner wollte Spieler mit Sieger gehen, er hat sie. Und dann spielen sie auch noch Fußball. Doppel-J, Jürcher, Jakob, 3:1 für Saarbrücken, 84. Minute. Und dennoch zeigt der gestrige Auftritt, sie werden weiter arbeiten und viel miteinander reden müssen. Jeder, der hier war, hat gesehen, dass wir heute definitiv kein gutes Spiel gemacht haben. Die Dinge werden wir mit Sicherheit intern aufarbeiten. Wir werden uns da nochmal einen Überblick verschafft haben, warum es so war. Aber ich denke, auch dieses Warum werde ich mir schenken können, weil es am Ende des Tages gegen solche Gegner reine Kopfsache ist. Es muss Kopfsache sein. Denn ganz ehrlich, schauen Sie, am Fußballerischen kann es einfach nicht liegen.